So, moin Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt beim ersten Twitch-Stream von Eiserner Vorhang. Ihr seht, ich bin hier schon zusammen am Start mit dem Agitator der sozialen Marktwirtschaft, der sich freundlicherweise bereit erklärt hat, mir hier auf Twitch, wo er ja schon deutlich mehr Erfahrung hat, so ein kleines bisschen Starthilfe hier zu geben. Ja, also dementsprechend herzlich willkommen an alle in diesem Stream und natürlich hallo Konstantin. Sei gegrüßt. So, ja, der Thomas wird sich auch noch blicken lassen, keine Sorge. Ich habe da nicht zu viel versprochen und zu viel angekündigt. Der kommt aber so irgendwann in den nächsten Minuten, müsste der dann irgendwann mal zu uns stoßen. Also bleibt gespannt. Der Herr Röper wird sich auf jeden Fall noch zeigen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja, ich freue mich auch sehr, dass das hier so spontan geklappt hat. Das war ja alles doch so ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt. Wir hatten uns ja gestern verabredet und dann habe ich heute einfach mal noch dem Thomas gesagt: Ey, Thomas, wie wär's denn? Hast du nicht Bock? Und er so: Ach, du immer hier mit deinen Aktionen und so. Und dann hat er sich aber dazu breitschlagen lassen. Und ja, das hat mich natürlich sehr gefreut. Ich sehe gerade schon, wir kriegen auch schon so ein bisschen so ein paar Leute im Live-Chat rein. Ich sehe gerade MT aus HB ist bei mir im Chat. Den kenne ich auf jeden Fall vom Twitter. Der fragt: Hier ist also dieses Russen-Twitch. Privet. Ja, schön, dass du da bist. Freut mich, dich hier im Chat zu sehen und natürlich auch alle anderen. Ja, schöne Sache auf jeden Fall, mal auf Twitch zu sein. Ich bin gespannt, was diese Plattform hier so für mich zu bieten hat. Ja, warum hast du jetzt entschieden, Twitch-Stream zu machen? Das Ding ist, ich habe eigentlich schon länger mit dem Gedanke gespielt, aber war immer so ein bisschen zurückhaltend. Ich weiß, war mir auch immer nicht so sicher, okay, erstens, kann ich den Content bringen? Das ist ja erstmal das eine, dass man erstmal selber guckt, okay, dass man erstmal mit diesen, ja, Live-Geschichten so ein bisschen warm wird. Das habe ich ja dann über YouTube gemacht und habe da so ein bisschen gestreamt, eher so mit vorgetaktetem Programm, was mir tendenziell leichter fällt, als so sehr improvisativ das Ganze zu machen. Ja, und dann habe ich halt auch, also ich gucke ja schon länger Twitch-Streamer, so ich gucke dich ja schon länger, ich gucke Politopia, ich gucke Kaspar Kars, ich gucke auch gerne mal bei den Wokis rein, weil es mich amüsiert. Also dementsprechend, ich bin in diesem Bereich eigentlich schon länger und wollte da eigentlich schon immer mal rein und jetzt hat es sich wie der richtige Moment gefühlt. Ich habe jetzt auch das entsprechende Equipment, das Mikrofon habe ich jetzt seit, ich glaube, inzwischen 1,5 Wochen ungefähr. Und da habe ich mich jetzt einfach langsam bereit gefühlt. Ja, interessant. Ich meine, du hattest ja Eiserner Vorhang auf YouTube. Da war ich ja schon zweimal zu Gast. Du hast recht, hier wirst du eigentlich relativ schnell gesperrt auf Twitch. Das ist jetzt vielleicht besser geworden, nachdem ein paar Streamer da erfolgreich gegen geklagt werden. Aber das geklagt haben, das kann dir hier sehr viel schneller passieren als auf YouTube. Warte, jetzt Ja, ich bin mal geht's. gespannt. Also deswegen will ich ja auch nicht, sondern eher mal gucken, wo die Reise hinführt. Ja, wenn ich gebannt werde, dann werde ich halt gebannt. Dann soll es so sein, ja. Aber kann man ja, bis es soweit ist, noch ein bisschen Stress mit den Wookies anzetteln und so. Stimmt, sind irgendwelche Talks oder so geplant? Ich meine, wir hatten ja schon privat oder geredet. Hast du da schon was im Auge? Noch nichts Konkretes bisher, aber es ist natürlich auch so ein bisschen das Ziel, dass wir jetzt hier so ein bisschen ins Wespennest stechen, gerade auch mit dieser Geschichte hier, wenn auch noch der ganz, ganz schlimme Oberschwurbler Röper nachher reinkommt. Und dann wird es wahrscheinlich, oder zumindest so ein bisschen meine Hoffnung, ja, dass die dann darauf reacten und sagen: Oh nein, wie kann das nur sein? Unser liebes Twitch, ja, was hier so schön Vogue und rein ist, ja, wo es nur so ein paar Siffer gibt, mit denen man sich ab und zu mal, an denen man sich ab und zu mal abarbeitet, so nach dem Motto: Oh, jetzt sind hier die ganz schlimmen Schwurbler vertreten, dass das vielleicht so ein bisschen provoziert und vielleicht kommt ja dann eine Debatte zustande oder so. Also ganz offiziell, ja, die Kampfansage geht jetzt hier raus an alle. Ich bin bereit, mit jedem über jedes Thema zu diskutieren. Okay, da nehme ich meinen Mund vielleicht ein bisschen voll, über das Thema sprechen wir dann nochmal. Ich bin jetzt nicht unbedingt in jedem Thema drin, aber grundsätzlich, ich habe Bock auf Debatten, ich habe Bock, mich auch kritischen Auseinandersetzungen zu stellen. Das ist einer der Gründe, warum ich hier auf der Plattform aktiv bin. Dementsprechend gerne sachlich und inhaltlich. Ja, ich bin jetzt nicht darauf aus, hier möglichst viel Drama und Shitshow abzuziehen. Das muss ich nicht haben. Wenn es dazu kommt, dann sei es so, ja, aber ja, ich freue mich sehr über inhaltliche, sachliche Debatten und hoffe, dass die hier vielleicht auf Twitch zustande kommen. Aber von dem, was ich so gesehen habe, wie die Debatten hier teilweise ablaufen, habe ich nicht das Gefühl, dass da unbedingt in der Regel Inhalte im Vordergrund stehen. Nee, es geht meistens um nichts. Also inhaltlich um nichts. Da wird darüber diskutiert, ob es zwei Geschlechter gibt. Also wirklich solche ziemlich
einfachen Fragen müsste man meinen oder Fragen von nicht so großer Relevanz. Und ja, die Diskussion ist dann, ich habe die Definition, du hast die Definition, erkenn meine Definition an oder du bist ein Transfeind. Ungefähr so geht das dann. Ungefähr so, ja. Also im Endeffekt, von Voker-Seite ist ja das Argument in der Regel immer, ich versuche sozusagen zu argumentieren, warum deine Position dich zu einem schlechten Menschen macht. So, darauf läuft die Argumentationskette in der Regel immer hinaus. Also wir landen am Ende immer bei einer moralischen Abwertung, weswegen man das Ganze ja auch mehr oder weniger als so eine Art Schauprozess bezeichnen kann, ne? Aber wenn man das weiß und wenn man weiß, wie die argumentieren und wie dieses Schema funktioniert, so wie es bei dir der Fall ist, also wunderschön, ja. Ich muss noch kurz den Setup wieder einrichten, damit man dich auch wieder vernünftig sieht. Gerade sind die Leute bei mir im Stream nur mich, weil bei mir irgendwie Zoom gerade wegen der Verbindungsprobleme komplett abgespielt ist. Nee, Zoom war bei mir da, nur man hat dich nicht mehr gehört. Du bist eingefroren. Das ist wahrscheinlich meine Schuld. Mein WLAN schwankt nachmittags, wenn die Leute hier alle im Internet sind, häufiger mal. Also bei mir wirkte es tatsächlich so, wie das an mir lag, weil bei mir ist Zoom komplett abgestürzt. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Gib mir mal einen ganz kurzen Moment. Ja, sieht vernünftig aus. So, jetzt haben wir dich wieder im Bild. Ich muss mal gucken. Ich habe das Gefühl, da kommt nichts mehr im Live-Chat. Nicht, dass mein Stream abgeschmiert ist. Das Ich kann refresh ich das Ganze mal gucken. kurz. Also OBS verbindet eigentlich immer automatisch wieder. Ah, du bist gerade bei null Zuschauern. Du bist noch online, aber die Leute sind weg. Es sieht so aus, als wenn der Stream läuft, tatsächlich. Test, Test, Test. Leute, schreibt mal Ja, in den er Chat, läuft. sind wir Ja. live? Seht ihr mich? Da seid ihr wieder, schreiben die Leute gerade. Ja, scheint alles zu funktionieren. Wunderbar. Schön. Ja, war gerade kurze technische Zwischenpanne. Ich weiß nicht genau, was da los war. Wahrscheinlich ist meine Verbindung kurz weg gewesen. Jetzt sind wir wieder da. Wo waren wir schon mal stehen geblieben? Bei Debatten auf Twitch, was du da bisher schon mitbekommen hast. Genau. Genau. Also ich gucke mir gerne diese Debatten an und wir waren eigentlich gerade an dem Punkt, dass sozusagen diese Woke-Argumentationsstrategie immer die ist, am Ende dahin zu kommen, dass sie argumentieren wollen, dass du ein schlechter Mensch bist. Deine Position macht dich zu einem schlechten Menschen. Darauf läuft die Argumentationskette in der Regel hinaus. Aber wenn man das durchschaut und dem direkt ins Gesicht knallt, deine moralische Bewertung ist für mich irrelevant, dann hat man natürlich gewonnen, ne? Ich denke, du hast die Anspielung verstanden. Ja. Das war so ein epischer Moment, Alter. Ja, das Ding ist auch, also das ist, glaube ich, ein Abbild der Diskussionskultur in unserer Gesellschaft. Also, dass diese politische Polarisierung mittlerweile so stark vorangeschritten ist, dass man bestimmte Positionen, die noch vor 10 Jahren ganz normal im Overton-Fenster waren, dass die vorkommen durften, dass man die mittlerweile vollkommen außen vor lässt. Also man sieht das auch gut an der Berichterstattung 2014 über die Ukraine-Krise damals. Und dann ab 2022. Wie stark sich das gewandelt hat. Damals hat man noch russische Stimmen eingeladen, russischen Botschafter beispielsweise. Heute findet das gar nicht mehr statt. Also man versucht heute gar nicht mehr, die andere Seite überhaupt abzubilden, so manipulativ man die dann zu framen versucht oder was auch immer, sondern man sagt einfach, die findet gar nicht statt, die sind böse, die haben gar nichts zu sagen. Die russlandfreundlichste, die da mal eingeladen wird, ist dann so eine Wa Sarah Wagenknecht oder jemand von der AfD. Und sind dann, die kann man dann jetzt als pro-russisch framen, weil man die russische Seite ja gar nicht mehr zeigt. Ja, das Ding ist, wenn du dir 2014 anguckst, was da im Öffentlich-Rechtlichen noch für Berichte gelaufen sind, ne? Also da gab es ja noch einen Georg Restle, der sich hingestellt hat und gesagt, ja, die Ukraine sollte lieber aufhören, da die Zivilisten zu beschießen, die machen sich hier mitschuldig und so weiter und so fort, ne? Also gibt es ja dieser Bericht, der auch immer wieder gerne mal also herangezogen wird, um genau diese Entwicklung darzustellen. Oder wenn du dir anguckst, 2020, meine ich, gab es noch Artikel von der Amadeo-Antonio-Stiftung beziehungsweise Bell Tower News, was ja zu denen gehört, wo explizit darauf eingegangen wurde, was es für Probleme mit Neonazis im Azov-Regiment gibt. So, wo man sagen muss, ne, Amadeo-Antonio-Stiftung ist eine sehr fragwürdige Institution und das Blatt, das die betreiben, ist ein absolutes Hetzblatt. Aber in dem Fall haben sie, ne, denen geht es natürlich immer darum, gegen rechts zu schießen. Und in dem Fall haben sie mal berechtigterweise beziehungsweise auch gut recherchiert gegen rechts einen Artikel verfasst, so gegen die Azov-Neonazis. Und heutzutage ist es sehr undenkbar, ne, dass sozusagen so ein, ich sage mal, neulinkes Blatt, das dem Mainstream nahesteht, so eine Berichterstattung, ja, macht. Also da merkt man ja schon, wie krass sich das Overton-Fenster da verzogen hat. Ja, heute musst du Nachdenkseiten oder Junge Welt lesen, wenn du sowas erfahren willst. Das
Ja, das. Ich hätte da auch mal gerne erfahren, wie sich das bei der Anstalt oder beim Monitor, wann sich das so krass gewandelt hat. Beziehungsweise was da für Gespräche im Hintergrund gelaufen sind. Da muss ja irgendwer eine Anweisung gegeben haben oder muss irgendwann ein Gespräch im Hintergrund stattgefunden haben. So Leute, es gibt bestimmte Linien, die dürft ihr nicht übertreten. Es kann ja nicht sein, dass die Protagonisten von heute auf morgen, alle, die an dieser Konzeption aller dieser Sendungen beteiligt sind, ihre Einstellung so um 180 Grad wenden. Das kann ich mir auch schwer vorstellen. Also ich sage mal so, es hat natürlich mit dem Beginn der Militäroperation einen großen Ruck auch gegeben. Einfach dieser Schock, ne? Dieser Schock, okay, wir stehen jetzt vor der Situation, dass in Europa ein Krieg stattfindet, der ja ein beachtliches Ausmaß hat, ne? Natürlich hat das viele Leute schockiert und dazu neigen lassen, erstmal eine deutlich kritischere Haltung gegenüber Russland einzunehmen. Also ich denke, dass es nicht nur sozusagen Einflussnahmen im Hintergrund war. Aber klar, also ich gehe auch davon aus, dass bestimmt die Rundfunkräte zusammengesetzt gesessen haben, ja, und gesagt haben, okay, wir werden da diese oder jene Ausrichtung fahren, beziehungsweise diese und jene Inhalte werden bei uns nicht mehr thematisiert werden. Also ansonsten würde es ja wahrscheinlich immer irgendwo Einzelstimmen geben, die in eine andere Richtung gehen, würde ich mal vermuten. Ja, es waren ja vorher nur Einzelstimmen, aber wenn du danach gesucht hast, dann hast du solche Inhalte gefunden, wie gesagt, wie die Anstalt oder oder Monitor. Das waren ja ziemlich klar links ausgerichtete Magazine, die auch ganz klar außenpolitisch ja, die sich außenpolitisch für Frieden eingesetzt haben und die sich gegen Dämonisierung anderer Staaten eingesetzt haben, die noch Sendung gemacht haben, wo sie gesagt haben, nee, das, was ihr über Assad erzählt, stimmt nicht, das, was ihr über Putin erzählt, stimmt nicht. Also dieser ganze Konflikt, das ist alles, diese ganzen Konflikte, das ist alles viel, viel komplizierter. Und plötzlich, so als ob irgendjemand einen Schalter umgeknipst hätte 2022, plötzlich die gleiche, also läuft bei der Anstalt die gleiche Propaganda, die über Russland gelaufen ist, die über den Iran gelaufen ist, plötzlich auch so in Sendungen runter, ohne dass da mal ein kritisches Wort zur sonstigen Medienberichterstattung hier da gewesen wäre. Ich denke, dass es durchaus in den Gesamtkontext einzuordnen ist, dass sozusagen das neulinke Lager ja immer transatlantischer wurde. So zumindest mein Eindruck. Also ich kann das jetzt nicht konkret belegen mit Beispielen, aber ich würde schon sagen, dass wenn du vor 10 Jahren, ja, waren die Leute, die jetzt, ich sag mal, damals war ja dieser Begriff Woke noch nicht so geprägt, aber dass sozusagen die Leute, die oh, ich sehe gerade, Thomas kommt rein. Wir können da später weiter drüber quatschen. Jo. Thomas verbindet sich. Ja, ich bin fast da. Ja, Oh, er ist schon zu hören. ich muss die Kamera noch einstellen. Ja, mach das mal. Ja, ich versuch's gerade. Wir sind übrigens schon live, ne? Also nur, dass du es weißt, man hört dich. Die ganze Welt hört Jetzt dich. hab ich mir fast gedacht, jetzt bin ich gerade unscharf. Hallo. So, jetzt bin ich wieder scharf. Ich komme jetzt rein. Ja. Ich wollte ja sagen, Dominik, du schuldest mir ungefähr 40 Kästen Bier für die spontane Sache heute. Weil es war, ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit. Ich hätte dich vorhin am Telefon auch erwürgt, aber du warst zu weit weg. Also, so, da bin ich. Was gibt's? Worum geht's? Was ist los? Also, Thomas, vielen herzlichen Dank dafür, dass du erschienen bist. Ja, das ist wirklich eine tolle Sache. Ich würde sagen, die Community ist super, super dankbar. Ja, wir werden es bestimmt gleich im Chat lesen. Ja, drück doch mal bitte alle Thomas seine Dankbarkeit dafür aus, dass er sich von mir hat breitschlagen lassen, heute zu erscheinen. Und ansonsten freue ich mich natürlich, euch beide mal hier zusammenbringen zu können. Ja, das ist eine Kombi, die sich auch übrigens viele aus der Community gewünscht haben. Also, wir haben den Agitator und wir haben Thomas. Ja, freut mich, mit euch beiden hier zusammen. Ja, wie gesagt, sowas sollte man eigentlich nicht so spontan machen. Das könnte durchaus interessant sein. Jetzt habe ich, weiß ich, 20 Minuten Zeit, also es wird etwas hektisch. Können wir irgendwann mal absprechen, das in Ruhe zu machen? Also heute sozusagen die Kurzform. Ja, hallo, hallo. Mahlzeit. Ja, Dominik hatte gesagt, ich soll, soll ich du oder sie sagen? Immer du, komm, hör auf mit dem Scheißen. Okay. Ja, du hast in einer, da, dann fange ich gleich an. Du hast in einer deiner letzten Tacheles-Sendungen gesagt, dass der Ukraine-Krieg bzw. der Konflikt zwischen dem Westen und Russland mit einem Weltkrieg vergleichbar sei. Wie meinst du das genau? Nicht vergleichbar, das ist schon ein. Der Punkt, das habe ich aber oft erzählt, also der Punkt ist relativ einfach. Der Westen tut alles gegen Russland, was man in einem Krieg tun würde. Diplomatisch, Sanktionen, Wirtschaftskrieg, propagandistisch, alles. Was sie nicht tun, ist eigene Soldaten schicken, weil sie Angst vor Atomkrieg haben, Gott sei Dank.
Ja, wenn es das nicht wäre, wären da längst NATO-Soldaten in der Ukraine. Das ist der Punkt. Also wenn es Atomwaffen nicht gäbe, wäre das schon lange auch ein bewaffneter Dritter Weltkrieg. Es ist ein Dritter Weltkrieg, in dem Gott sei Dank die Angst vor Atomwaffen herrscht. Aber alles, was nicht mit eigenen NATO-Soldaten zu tun hat, machen sie. Sie haben ihre gesamten Waffen hingeschickt. Sie machen, wirtschaftlich macht sich die EU für die Sanktionen kaputt. Nicht Russland geht kaputt, sondern die EU. Und so weiter. Das ist ein klassisches, ne, das ist alles, was man in einem Krieg tun würde, tun sie. Und sie werden damit auch nicht aufhören, weil es geht um Geopolitik. Es geht darum, das kannst du in, muss die USA nur die Thinktanks lesen. Da steht alles offen drin. Es geht den USA um ihre zwei Hauptgegner, Russland, China. China ist der wichtigere Gegner. Und die Idee war, Chinas Verbündeten Russland mit dem Ukraine-Krieg, mit den Sanktionen innerhalb von 3 Monaten einen Boden zu drücken. Hat nicht geklappt, dumm gelaufen. Aber sie werden nicht aufhören. Selbst wenn die Ukraine morgen völlig ausgeblutet ist, dann werden sie sich was anderes überlegen. Es gibt genug Länder, wo sie zündeln können: Armenien, Moldawien, und so weiter. Also ist mit der Ukraine nicht zu Ende. Die Ukraine ist nur ein trauriges Beispiel, ein kleines trauriges Instrument, das verheizt wird für die geopolitischen Interessen der USA. So, und das wird nicht auch, wenn die Ukraine zu Ende ist. Das heißt, ein friedlicher Übergang von einer unipolaren Weltordnung zur multipolaren, der ist deiner Ansicht nach komplett ausgeschlossen. Sehe ich nicht. Ich sehe nicht, dass im Westen irgendwer verhandlungsbereit ist. Es geht ja auch gar nicht. Das gesamte westliche Modell ist darauf aufgebaut, seit 500 Jahren, andere Länder auszubeuten. Es geht immer darum, aus anderen Ländern die Bodenschätze billig abzuholen. Ja, nehmen wir Frankreich, Niger. Ne? Uranschürfrechte für ein Appel und ein Ei, für einen halbstaatlichen französischen Konzern. Und deshalb hat Frankreich 80% Atomenergie. So. Wenn ist nicht mit Marktpreis und so. Ne? Nein, das ist, ne? Schürfrechte und dann holen sie es raus. Das heißt, das westliche System ist darauf aufgebaut. Das westliche System kann jetzt gar nicht sagen, oh komm, lass mal reden, weil dann würden nämlich die Staaten der Welt, die sie bisher so fröhlich ausbeuten können, sagen, das finden wir jetzt auch nicht mehr so gut. Wir sehen es ja in Afrika, was passiert, wie viele Staaten sich wehren. Ja, wir haben es in Bolivien gesehen mit dem Lithiumputsch, als sie Morales weggeputscht haben. Oh. Das heißt, der Westen hat keine andere Wahl. Er muss irgendwie gewinnen, sonst ist sein Wirtschaftssystem kaputt, das auf dieser Ausbeutung beruht. Und Russland und China können keinen Schritt zurück, weil die Alternative ist, dass ihre Staaten zerschlagen werden. Ich sehe nicht, dass irgendwer jetzt sagt, die Russen werden nicht sagen, oh schön, wir brauchen Russland nicht mehr, mach mal kaputt. Und der Westen wird nicht sagen, ja super, unser System, das 500 Jahre uns gefüttert hat, brauchen wir auch nicht mehr. Beides wird nicht passieren. Also ich vermute, das ist wie das Ende des britischen Empire. Es gab, es waren zwei Weltkriege. Das ist hier nicht friedlich und auf Verhandlungstisch zu Ende geht. Ich sehe keine Anzeichen dafür. Aber der Untergang des britischen Empires, der wurde ja zumindest zum Teil auf den Verhandlungstisch auf den Weg gebracht. Also die Briten sind ja nicht in den Krieg gegen die USA gezogen, die dann ja im Laufe der beiden Weltkriege zur führenden Macht im westlichen Block gezogen sind, sondern man hat sich nach und nach, also auch entsprechend der wirtschaftlichen Realitäten, die sich dann abgebildet haben, darauf geeinigt, dass die USA zur führenden Weltmacht werden. Also endgültig beschlossen wurde. Man hat sich nicht geeinigt. Niemand hat Also die Briten gefragt. ja, aber da Niemand hat die hat. Briten gefragt. Ja, aber Großbritannien hat auch nie versucht, den Aufstieg der USA militärisch aufzuhalten, sondern man hat sich damit Doch. abgefunden. Doch. Es gab zwischen den beiden Weltkriegen durchaus in der zweiten Hälfte der 20er Situationen, wo es hätte zu Kriegen zwischen Britannien und USA kommen können. Die haben sich sehr gestritten und im Bereich in der Karibik. Das ist dann alles untergegangen vor dem Hintergrund, dass das Hauptproblem einerseits die Faschisten, andererseits die Kommunisten waren für das westliche System. Aber es waren zwei Weltkriege. Und die USA haben diese zwei Weltkriege sehr geschickt genutzt, indem sie im Ersten Weltkrieg alles kreditiert haben und somit zur Bank der westlichen Welt wurden. Und im Zweiten Weltkrieg haben die USA im Grunde wirtschaftlich, wenn man es jetzt mal ganz ideologiefrei sieht, ne, die sind in ihrer großen Depression gewesen und rausgekommen als boomende Wirtschaftsmacht. Und zum Beispiel Manhattan-Projekt, ich weiß nicht, ob du das weißt, ne? Manhattan-Projekt, Atombombe. Da waren die Briten im Boot. Die haben mitgeforscht. Und als die USA gesehen haben, erstens, das kann funktionieren. Und zweitens, wir sind eh die Dominanten, haben sich die Briten rausgeschmissen. Das war nichts mit Partnerschaft und freundlichem Reden. Die USA waren stärker. Und dann haben sie Bretton Woods gemacht und die Briten gesagt, euer Pfund ist jetzt doof, wir finden den Dollar besser. Und die Briten haben unterschrieben, weil sie keine Wahl hatten. Sowas ist zwischen den USA und China quasi ausgeschlossen, dass es dazu so eine Einigung kommen würde. Ja, wie soll die aussehen? Schlag mal eine vor. Man einigt sich auf eine Reform der Bretton Woods-Institutionen und erkennt China als zweite Weltmacht an. Also dass die Das ist ja USA. schlecht. Dann ist das Ziel der USA Worldwide Dominance, also Weltherrschaft, weg. Wir müssen die USA ihr wichtigstes Ziel aufgeben. Glaubst du, das tun Ich halte es auch für unwahrscheinlich. Ich wollte dich da nur mal nach deiner Einschätzung sie? fragen.
Sehe ich nicht. Also, ich hoffe, dass die Leute, die die Entscheidung treffen, auch morgen, ich sage es immer so salopp, auch morgen noch im Wald spazieren gehen wollen, dass deshalb die Atombomben im Keller bleiben. Aber sie werden wahrscheinlich außer Atomwaffen und eigenen Soldaten, eben wegen der Gefahr eines Atomkriegs, alles versuchen, um die U-Bahn zu behalten. Ich sehe im Augenblick keine Tendenz, die in irgendeine andere Richtung zeigt. Ja, aber die wirtschaftlichen Realitäten, die ändern sich ja jetzt schon so schnell, dass China die USA schon eingeholt hat und seinen Abstand immer weiter vergrößert. Das heißt, also nach dieser Logik, dass die USA gar nicht mehr die wirtschaftliche Basis haben, um dauerhafte weltweite Dominanz erreichen zu können, müsste man doch in Washington irgendwann die Realität anerkennen. Also auch jetzt, oder? Nein, werden sie nicht. Das Ziel ist es, die Länder zu zerschlagen. Das Ziel ist es, zum Beispiel in Russland, das wird ja auch offen gesagt, RAND Corporation liest es nach, in Russland zum Beispiel eine pro-westliche Regierung einzuführen, also sprich, die heutige Regierung wegzujagen, dass Russland sich entweder wie unter Jelzin wieder unterordnet oder am besten, da gibt es ja sogar Landkarten, Decolonization heißt das, es gibt ganze Thinktanks, die nur daran arbeiten, Russland nochmal wieder zu zerschlagen in so um 8 bis 10 kleinere Staaten, die man kontrollieren kann. Das gleiche gilt für China. Die USA, das ist ja das Problem. Das Ziel des Kampfes der USA ist es ja, ihre weltweite Dominanz zu behalten. Es Okay, jetzt ist er kurz weg. glaube, Thomas haben wir gerade verloren. ist Ja, also okay. ein Widerspruch Thomas zu ist wieder sagen, da. die USA erkennen jetzt an, dass sie die nicht mehr haben. Es wäre eine Kapitulation. Zum Beispiel eben. Was? War ich weg? Hey, du Du warst warst gerade kurz weg. Vielleicht den Gedanken nochmal von vorne. Ja, bis wo war es? Also das Problem ist, dass die USA da darauf aufgebaut sind, die Welt auszusorgen. Wir sehen das an dem Bretton Woods-System, oder das gibt es ja schon nicht mehr, das ist ja schon heute das Jamaika-System. Bretton Woods wurde ja von Nixon beerdigt. Dass es nur darauf aus ist, dass die USA ihren ganzen ihr Wirtschaftsdefizit, also Handelsdefizit und ihre riesen Militärausgaben nur deshalb stemmen können, weil sie einen riesen Kapitalzufluss haben, weil die ganze Welt den Dollar braucht, um Öl, Weizen und alles zu kaufen. Muss alles über Dollar. Das heißt, wenn ich als Burkina Faso Öl kaufen will, dann muss ich in Saudi-Arabien, muss ich erstmal nach New York fahren und Dollar tauschen. So, wenn das nicht mehr ist, dann bricht das ganze System in den USA zusammen. Die können noch mit dem Haushaltsdefizit und den Schulden ihre Armee dann gar nicht mehr bezahlen. Die USA haben keine Wahl. Die stehen auch mit dem Rücken zur Wand. Das ist das Gefährliche an der Situation. Die USA können jetzt nicht sagen, April, April, wir einigen uns. Der bricht dann hinten alles zusammen bei ihnen. Ja, so extrem ist die Situation doch auch nicht. Also die USA könnten auch den Dollar abwerten und ihre Importe reduzieren. Das wäre vielleicht ein Wohlstandsverlust, ja, aber es wäre kein kompletter Zusammenbruch. Das weiß ich nicht so genau, weil Importe reduzieren ist ja schwierig. Wenn du selbst nicht das Nötige produzierst, dann ist die Frage, du hast eine bewaffnete Gesellschaft, wo jeder Waffen tragen kann. Wenn du die jetzt über Nacht radikal verarmst, kann das etwas unangenehm werden. Und dann ist der andere Punkt, dass die USA international engagiert sind. Wie willst du denn mit dem abgewerteten Dollar weiterhin die ganzen Basen im Ausland finanzieren? Wie Ja, willst du denn die okay. Flugzeugträger finanzieren? Das bräuchte man dann in der multipolaren Weltordnung ja nicht mehr in dem Umfang. Ja, aber die USA brauchen das, weil sie die multipolare Welt nicht wollen. Sie leben davon, die Welt zu dominieren. Worldwide Dominance, das ist das erste Ziel der in Washington. Nee, ich meinte nur, dass diese weltweite Dominanz für das US-System nicht so essentiell ist, wie du es gerade beschreibst. Der US-Leistungsbilanzüberschuss, oh, ich will jetzt nichts Weiteres erzählen. Ich glaube, der schwankt so zwischen 3 und 5% des Bruttoinlandsproduktes. Wenn man darauf verzichten würde, dann wäre es, wie gesagt, ein deutlicher Wohlstandsverlust, aber auch keine komplette Verarmung. Ja, aber es geht ja nicht nur darum, es geht ja um den Dollar. Die können sich den ganzen Kram, den sie machen, auch die ganzen Schulden, die sie machen, nur leisten, weil die Welt den Dollar will. Wenn die Welt den Dollar morgen nicht mehr will, dann wird das ein Problem. Dann haben sie ein ganz anderes Problem. Ja, aber ohne Das, das Leistungsbilanz. Wichtige, der Kern des US-Systems ist, dass sie den Dollar zur wichtigsten Währung gemacht haben. Erst in Bretton Woods mit der Golddeckung, die haben sie in den 60er Jahren heimlich aufgegeben. Dann kam das Jamaika-System mit dem Petrodollar, dem sogenannten. Wenn das auch wegfällt, dass also nicht mehr jeder Rohstoff der Welt für Dollar gekauft wird, sondern die Länder untereinander ohne Dollar handeln, dann ist das ganze US-System kaputt. Die können sich die Schulden gar nicht mehr leisten und damit auch nicht mehr ihre Armee. Ja, aber die Schulden, die können sie sich ja immer noch leisten, denn die Dollar, die werden ja von der Federal Reserve zur Verfügung gestellt. Also das. Und sind nur so lange was wert, wie der Rest der Welt die Dollar haben will. Und wenn der Rest der Welt ihn nicht mehr haben will, ist das schlecht. Da kannst du drucken, so viel du willst. Frag mal die Weimarer Republik 1923.
Na, die Weimarer Republik hatte hohe Fremdwährungsschulden. Die haben die USA nicht. Die Weimarer Republik hatte ja durch diese Reparationsforderungen aus Versailles hohe Schulden in Goldmark, die sie eben nicht drucken konnte. Das ist bei den USA ja nicht der Fall. Deswegen, ich sage ja, das wäre für die Machtposition der USA absolut katastrophal, wenn der Dollar seine Dominanz verlöre. Aber es wäre nicht dieser wirtschaftliche, ja, Kollaps, wie du ihn hier jetzt beschreibst, sondern es wäre ein leichter Wohlstandsverlust. Man könnte sich damit arrangieren, wenn man das wollte. Ja, das wird man aber nicht wollen, wie gesagt, weil der Dollar eine Waffe ist, die selben Sanktionen einsetzen, die sie brauchen. Der Dollar ist Machtpolitik. Und dann ist ja die Frage, es geht nicht nur um die USA, es hat ja Kettenreaktionen. Du hast schon recht, dass die USA keine Fremdwährung als Schulden haben, aber sie haben ganz viele Länder, die den Dollar genommen haben und bei sich in Reserven stehen haben. Das heißt, wenn der Dollar morgen zusammenbricht, ist das auch für die weltweite Wirtschaft ein Problem. Und das schlägt wieder auf die USA zurück. Mit all dem, was dann kommt, dass die Leute sagen, oh, USA, Vorsicht, ne? Der Dollar ist Müll, den brauchen wir nie wieder und so. Also das ist ja nicht nur die USA begrenzt. Das Problem dieser Dollarschulden, das ist ja das, was ich sage. Sie saugen die Welt aus. Ja, die ganze Welt hat Dollar in ihren Reserven, weil sie, ne, von den USA. Also letztendlich haben sie die USA damit finanziert. Und wenn du das morgen wertlos machst, dann geht das auf die ganze Weltwirtschaft. Ja, das meine ich ja. Der Dollar würde eben nicht zusammenbrechen. Wir haben das ja schon mal beim britischen Pfund erlebt. Großbritannien hatte, nachdem das Pfund seine dominante Stellung verloren hatte, zwar eine erhöhte Inflation, aber das Pfund ist nicht zusammengebrochen. Es gab definitiv leichte wirtschaftliche Verluste für Großbritannien. Dass die Machtstellung verloren ging, war für das britische Kapital sicherlich desaströs. Aber es gab nicht diesen Kollaps, sondern Großbritanniens Wirtschaft ist weiter gewachsen, vielleicht la langsamer als in anderen Industrieländern. Aber das Wohlstandsniveau konnte aufrechterhalten werden, mehr oder weniger. Vorsicht, Vorsicht. Du solltest mal nachlesen, wie lange Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg noch Lebensmittelkarten hatte. Da war mit Wohlstand gar nichts. Da war erstmal lange Zeit gar nichts. Der Wohlstand kam in der Bundesrepublik, ein Wirtschaftswunder, weil die Bundesrepublik als Schaufenster zum Osten geplant war, gebraucht wurde. Und guck mal nach, die Wirtschaftsdaten jetzt nicht in Wirtschaftswachstum, sondern tatsächlich Wohlstand. Die hatten noch sehr lange Lebensmittelkarten nach dem Zweiten Weltkrieg, weil das da so beschissen lief. Weil sie sich eben nicht umstellen konnten von, ich habe eben gerade alles aus, bin ich aus den Kolonien geholt, zu, ich muss es plötzlich kaufen. Ja, also das sind Sachen, Wirtschaftszahlen sind relativ witzlos, wenn du nicht guckst, was die Leute auch tatsächlich dabei verdienen. Und da war Großbritannien nach dem Krieg, stand nicht gut da. Das hat sehr lange gebraucht und ist ja dann, wir sehen ja heute, wo Großbritannien ist, auch durch die Thatcher-Regierung, durch die Reformen der 80er. Ne? Wir sehen ja, was da los ist. Gesundheitssystem, Bahn, öffentliche Infrastruktur, alles im Arsch. Ich sage ja, ich bin auch vorsichtig mit Prognosen. Ich weiß auch nicht, wann es passiert. Nur Fakt ist, wenn der Dollar seine dominante Stellung verliert, ist die Weltmachtstellung der USA weg. Und ohne die Weltmachtstellung sind die USA nichts mehr wert. Ne, das ist ihr Ziel. So Großbritannien sein ganzes Wirtschaftsmodell umdenken musste. Und Großbritannien ist ja längst keine führende Wirtschaftsmacht mehr, schon lange nicht mehr. Ja, und die USA, wie weit? Übrigens eine Frage. Ganz interessant, weil da finde ich keine Zahlen. Vielleicht ist das auch für dich mal eine Hausaufgabe. Ich würde mich wahnsinnig interessieren für genaue Zahlen, wie man ein BIP berechnet. Und zwar möchte ich aus dem BIP mal rausrechnen, den gesamten Finanzmarkt-Casino-Kram. Also sprich, BIP nur Dienstleistungen und Produktion ohne Finanzmarkt, ohne Wall Street. Ich bin sehr neugierig, was von der US-Wirtschaft überbleibt, wenn man mal den Bankensektor rausrechnet aus dem BIP. Ich habe nie Zahlen gefunden, wo das geht. Das wird immer ganz hübsch vermischt, dass du es hier rausrechnen kannst. Da bin ich bei den USA auch nicht so tief drin. Aber das Problem am BIP ist ja, dass da viele Zahlen nur geschätzt sind, dass die gar nicht berechnet werden, sondern dass du da viele Zahlen zusammennimmst und dann bestimmte Bereiche schätzt. Deswegen findest du ja teilweise auch sehr hohe Korrekturen bei Wachstumszahlen, die rausgegeben werden. Und das, also macht ja das Statistische Bundesamt andauernd, dass es die so zusammenwürfelt, dass wir gerade hier in Deutschland keine Rezession haben, weil es manche Werte anders geschätzt hat, obwohl sich an der realen Lage überhaupt nichts geändert hat. Richtig, aber das ist richtig, das ist völlig richtig. Ich rede von anderem. Ich rede einfach davon, mal generell zu gucken, kann man, also geben die Zahlen, die veröffentlicht werden, das überhaupt her, dass man mal die Börsen und diese ganzen Spekulationsgeschäfte, Wall Street, ja, jede Aktientransaktion macht irgendwo einen Gewinn, der irgendwo ins BIP fließt. Und die machen ihre Transaktionen am Computer Tausende pro Sekunde. So, wenn man das mal rausrechnen könnte, wäre sehr interessiert daran zu erfahren, was von der US-Wirtschaft überbleibt, wenn man Wall Street rausrechnet. Ja, das kann ich mir mal angucken, ob ich da was finde. Guck mal, guck, also wenn du das findest, wäre toll, wäre ich dir sehr dankbar. Ich habe gesucht und gesucht. Ich würde das gerne mal für einen BIP-Vergleich, auch den wichtigsten Länder der Welt machen, wo man diesen Börsenkrempel rausrechnet, wo man wirklich mal Realwirtschaft guckt. Also das heißt wirklich echte Dienstleistungen und echte Produktion. Würde ich sehr interessant finden, auch für England übrigens, für Großbritannien. Ne? Also ich habe es nicht gefunden. Vielleicht bist du da besser als ich.
Also meine Prognose wäre, dass die Entwicklung seit 1980 dann noch mal sehr viel düsterer aussieht, als sie ohnehin schon ist. Ich meine, wir haben in den 80er Jahren so einen starken Verfall der Wachstumsraten gesehen und gleichzeitig eine Aufblähung der Finanzmärkte. Ups. Denke ich auch, aber ich hab's nicht, ich kann es dir mit Zahlen nicht belegen. Weil es also zumindest alles, was ich gesehen habe, sie haben verschleiern das ganz geschickt. Das kann man nicht rausrechnen. Also ich habe es nicht, vielleicht kriegst du es hin. Ich bin dran gescheitert. Vielleicht, bevor ihr auf das nächste Thema kommt, werfe ich einmal kurz eine Frage aus dem Live-Chat dazwischen, weil die jetzt schon vermehrt gestellt wurde und derjenige ist, glaube ich, sehr, sehr erpicht um eine Antwort. Er hat geschrieben: Ich habe eine Frage, ab wann das Gesetz zur homosexuellen Propaganda gilt. Gilt es schon, wenn man sagt, ich bin schwul oder Männer Hand in Hand in der Öffentlichkeit herumlaufen? Wäre cool, mal Details zu wissen. Also ich kann so viel sagen, ich bin schwul, darfst du definitiv sagen, das fällt definitiv nicht Natürlich. unter dieses Gesetz. Und ich glaube, Händchen halten auf der Straße ist auch noch okay, aber du solltest da vielleicht nicht zu sehr Aufmerksamkeit versuchen mitzuerregen. Also wenn es eine halbe Pride-Parade wird, dann wird es schwierig, glaube ich. Ja, also ich glaube, es wird auch schwierig, wenn zwei Männer sich auf der Straße küssen. Das wird auch eng. Also es geht ja Ja. darum, dass in Russland, das ist ja noch sogar das alte Gesetz, dass man, wie gesagt, diese, wie es in Russland heißt, nicht traditionellen Lebensformen nicht öffentlich propagieren sollte vor Kindern. Das ist das, was schon lange gilt. Und wenn du es auf der Straße machst, ist natürlich die Gefahr, dass es das Kind sieht. Das ist einfach blöd, das tut man nicht. Ne? Jeder darf im Schlafzimmer tun und lassen, was er will. Interessiert in Russland kein Schwein, gibt ja auch Gay-Clubs und alles. Aber eben nicht öffentlich bei anderen. So, das ist das, worum es geht. Und in der Tat ist das aktuelle Gesetz jetzt, dass das LGBT, die internationale LGBT-Bewegung, verboten hat in Russland recht schwammig. Muss man sagen, es ist recht schwammig verfasst. Aber dass man jetzt nicht sagen kann, das schwul ist Quatsch. Also schwul darfst du sein. Aber was in Russland verboten ist, Kinder umoperieren, Pubertätsblocker geben. Solche Sachen sind verboten. Ja, also ab 18 kann jeder machen, was er will, aber Kinder sollen in Ruhe gelassen werden. Also das Gesetz, ja, es ist schwammig, gebe ich zu. Aber dass man jetzt für Händchen halten auf der Straße, wohl eher nicht. Aber wie gesagt, nicht propagieren, sollte man nicht tun. Ist in Russland nicht gewollt. Habe ich das falsch in Erinnerung oder ist diese, also Transsexualität, dass Leute ihr Geschlecht wechseln, ist das in Russland nicht mittlerweile generell verboten? Das wurde im Zug, glaube ich, auch verboten, ja. Es finden keine Geschlechtsumwandlungen in Russland statt. Das ist so, ja. Also das ist jetzt relativ neu, ich glaube Ja, das vom ist auch im Zuge der letzten Jahr Sache oder mit so. der. Ja. Genau, also es ist, ja, es gibt keine Personenstandsänderungen und keine geschlechtsangleichenden Operationen oder wie man das nennen würde. Aber du wirst jetzt nicht in Russland verknackt, wenn du das im Ausland machst oder so. Das wird nicht anerkannt. Es wird nicht anerkannt, das ist richtig. Du kannst dir im Ausland alles abschneiden lassen und dann bleibst du trotzdem Mann nach russischem Gesetz. Weil das ja auch in Ungarn, also einem Land in der Europäischen Union, so ist. Also das ist, kennen wir sozusagen auch dadurch. Wir müssen, ja, oder neben Saudi-Arabien, dem freundlichen Partner des Westens, da wirst du für schwul sein geköpft. Das ist noch ein bisschen anders. Also, das ist ein Teil der Propaganda, dass sie da alle auf Russland zeigen, weil Russland der Böse ist und Saudi-Arabien ist der Gute. Die dürfen den Leuten öffentlich auf dem Marktplatz frei, dass die Schädel runterschlagen und das ist nicht so schlimm. Also von daher, das ist eh alles medial sehr gefärbt. Ja, ich hatte dann, du hast ja gesagt, dass du eh gleich weg musstest. Eine Frage habe ich Ja, dann noch. leider nicht viel Zeit. Wir müssen es irgendwann mal wirklich entspannt machen, wenn ich dann mal in Ruhe reden. Wie gesagt, ich bin heute ein bisschen unter Druck. Habe nachher noch was Alles zu tun klar, akustisch. vereinbart. Wir machen hier nochmal ein Anschlussgespräch Sprechen irgendwann wir in Ruhe ab, machen demnächst. wir mal. Also finde ich sicher auch interessant. Aber im Moment habe ich noch. Also von daher. Wieso machen wir Europäer damit? Also wieso machen fast alle Regierungen der Europäischen Union, vor allem bei diesem Wirtschaftskrieg gegen Russland, der uns selbst ja enorm schadet, mit? Ist das jetzt eine rhetorische Frage oder weißt du es wirklich nicht? Ich weiß, dass es Thinktanks gibt, wo fast alle Politiker vorher waren. Ich weiß über die Eigentümerstruktur der Medien Bescheid. Ja, das weiß ich alles. Aber es gibt doch sowas wie ein Interesse des nationalen Kapitals. Also dass beispielsweise die deutsche Industrie stirbt, wenn sie nicht genug billige Energie bekommt. Das sieht man ja gerade. Also man sieht ja Ja, gerade, aber also das ist doch nicht beispielsweise. schlimm. Guck doch mal die Eigentümerstruktur an. Nachdem Schröder letztendlich da sehr viel liberalisiert hat, guck dir mal die Eigentümerstrukturen an. Wem gehört denn Daimler-Benz? Das sind arabische Staaten. Denen ist das scheißegal. Die stellen ihre Fabriken morgen woanders hin von Daimler-Benz. Da steht noch Daimler drauf, ist doch schon lange nicht mehr deutsch. Ist doch alles auch gekauft. Versuch mal rauszukriegen, wem die deutschen DAX-Konzerne gehören. Das sind entweder dicke Hedgefonds, staatliche Fonds zum Beispiel aus dem arabischen Raum oder sogenannter Streubesitz.
was in der Regel auch Fonds sind, die nur eben so kleine, die E-Anteile nur so stücken können, dass sie nicht meldepflichtig sind. Von daher, das Kapital ist ja nicht mehr deutsch. Aber nur bei den ganz großen Unternehmen. Wir haben doch noch so einen breiten Unterbau, der schon noch in deutschem Besitz Ja, ist. der geht doch auch gar pleite. Das stört doch keinen. Und der hat Großes keinen Einfluss. Leitungsunternehmen. Nö, ist vorbei. Das war früher mal. Also ihr seid ja beide sehr jung. Ich bin ein alter Sack. Ich kann mich noch erinnern, in den 80er hatte der Mittelstand noch richtig Einfluss. Ganz vorbei. Der Mittelstand kann jetzt sehen, wo er bleibt. Wo ist denn, ihr habt eine Pleitewelle, die, ich glaube, auf Rekordhöhe inzwischen ist in Deutschland. Wo ist denn der Aufschrei in die Medien? Ja, Der das ist eine Mittelstand gute ist Frage. der Mittel, der Vermarktlich bei Mittel. Markus Lanz, aber sonst nirgendwo. Ja, der Mittelstand, was passiert denn de facto? Der Mittelstand, was brauchbar ist, kaufen die Konzerne jetzt, die großen Hedgefonds und Konzerne für einen Apfel und ein Ei auf und fusionieren das irgendwo hin. Wenn da interessante Patente sind oder irgendwas. Und wenn nicht, geht das Ding pleite. Aber der Marktanteil ist da, den teilen sie anderen auf. Das ist leider Gottes hat die deutsche Wirtschaft, die noch deutsch ist, von der Eigentümerstruktur her, hat ja kein Lobby mehr in Deutschland. Die Lobbyarbeit läuft über Brüssel und das ist international. Wie war das noch? Kennst du die Geschichte, wo als die EU irgendwie die Richtlinien für das Ganze, für die ganze Bankenaufsicht und so weiter neu machen wollte? Ein paar Jahre her. Da hat Uschi von der Leyen doch glatt noch eine Ausschreibung gemacht, welche Berater da bitte schön helfen sollen, das zu machen, weil die EU-Kommission ja dringend Berater braucht. So wie aus dem Verteidigungsministerium. Da hat Uschi Erfahrung mit. Weißt du, wer den Zuschlag gekriegt hat? Nee. Um die Regeln für die BlackRock. So, Würde ja passen. das, darum ist die Frage, ne? Naiv, deutsche Wirtschaft. Nein. Leider Gottes nicht mehr. Darum geht das ja so gut. Die Politiker sind eingebunden. Du kannst in der Politik und in den Medien in Deutschland, in Europa keine Karriere machen, wenn du nicht an den transatlantischen, also US-amerikanischen Think Tank hängst. So, das brauchst du. Die sind schon mal eingenordet. Und damit hast du es. Und dann kommen solche Leute hin und sagen, und amerikanischer Konzern BlackRock soll die europäische Bankenaufsicht neu schreiben. Geiler Plan. Und jetzt frag mich nochmal nach dem Interesse der deutschen oder europäischen Wirtschaft. Aber man kann sich das so schwer vorstellen, dass dieser gesamte Unterbau, was ja teils auch Milliardenkonzerne sind, dass die gar keinen Einfluss haben. Das ist überhaupt gar kein Problem. Die Großen fressen die Kleinen. Wir haben überall in allen Branchen, haben wir im Westen schon lange die Tendenz von Fusionen. Das wird dann aber ganz positiv gesagt, die werden effektiver und weiß ich was, Synergieeffekte nutzen und so. Gibt es schöne Worte dafür. Das bedeutet, die Großen schlucken die Kleinen. Guck mal, ich habe einen Kumpel in Deutschland, der ist Key Account Manager für Haushaltsgeräte. Guck mal aus Spaß nach, wenn du ein Bügeleisen kaufst und die lange, lange Reihe was ich im Mediamarkt siehst mit Bügeleisen, wie viele verschiedene Firmen da sind, und dann google mal bitte, ob die nicht alle zufällig zur SEB gehören, ein Konzern, französisch. Stehen nur verschiedene Namen drauf, ist alles gleich. Praktisch keine Konkurrenz, mehr längst Monopol. Macht euch den Spaß, geht im Mediamarkt rein, welche Firmen, welche Markennamen stehen da. Und dann guckt nach, wo zu welchem Konzern die gehören. Kleiner Tipp, er heißt SEB. Ja, danke Dafür schlägt es für ein, die die Sprache. komprimierte Antwort. Ja, es ist frustrierend, aber es ist leider wirklich so. Also, ich würde mich ja freuen, wenn das, wie gesagt, ich bin ein alter Sack. Ich kann mich noch erinnern, 80er Jahre, Mittelstand hatte Gewicht. Das ging nochmal. Mit dem, was Schröder gemacht hat, mit der Öffnung Deutschlands für alles, was da an Hedgefonds durch die Gegend rennt, ist das zerstört worden. Ist das innerhalb von 20, in den 20 Jahren danach, vor allem nach der Euro-Krise, Griechenland-Krise, hat eine riesige Umverteilung von Vermögen stattgefunden. Und das ist das Problem. Danke auf jeden Fall. So, das waren jetzt meine Fragen für den Moment. Dann macht euch nächstes Mal ein paar mehr. Also ich habe wirklich Bock drauf, mal in Ruhe zu quatschen. Ich finde es interessant. Leider heute wenig Zeit. Ich wünsche euch noch viel Spaß und dann wir machen mal was ab und dann machen wir das mal gesondert. Jo, gerne. Ne? Alles klar. Gut, Leute, Schön. sorry, ich muss weiter. Tschüss. Ciao. Alles klar. Ciao, Thomas. Vielen Dank, dass du hier warst. Immer gern, weißt du. Ich kriege ja so viel Bier von dir für den Auftritt heute. Du musst mich ja so ein Bier bezahlen. Das ist ja schon in Ordnung. Ich bin ja käuflich. Ciao. Jo, Alles klar. ciao. Ciao. So, So, ja, Thomas ist wieder war raus. interessant. Ich fand's witzig. So nach dem Motto, ich muss eigentlich nur vorstellen, ja, und dann kann ich mich schön entspannt zurücklehnen und die Nummer trägt sich von alleine. Ich muss sagen, ich fand's auch super spannend und ich, also.
Ich sag mal so, ich hätte da nicht viel Sinnvolles beizutragen gehabt, sage ich ganz ehrlich. Ja, also zu diesen Themen hätte ich, da bin ich raus, tatsächlich. Ja, Ja, ich. sagen wir es so, wie es ist. Also beim Großteil dieser extrem wirtschaftlichen Zusammenhänge und all dem, wo es jetzt gerade drum ging, ja. Ich würde schon sagen, dass es in der Europäischen Union schon so etwas wie, okay, ich habe jetzt mit Mittelstand argumentiert, aber ich würde auch sagen, sowas wie nationales Wirtschaftsinteresse gibt, was schon ziemlich aggressiv verteidigt wird von den einzelnen Nationen. Also, und auch von den jeweiligen Konzernen, die da Einfluss auf die nationale Politik ausüben. Vor allem in Deutschland hat man das ja besonders stark gesehen. Ich hatte heute Patrick Kaczmarczyk im Interview, heute Morgen. Und der hat das nochmal genau am Beispiel der Autoindustrie erklärt, wie die deutsche Politik der Druck auf die Löhne ausgeübt hat, um die deutsche Autoindustrie gegenüber der französischen zu bevorteilen. Deswegen kann ich mir das schwer vorstellen, dass bei diesem Wirtschaftskrieg gegen Russland jetzt keine Rolle spielt. Aber ich wusste gerade nicht, wie ich das so schnell in Fragen verpacken soll. Da müsste man wahrscheinlich noch ein bisschen weiter ausholen und Zeit war knapp, deswegen, ja. Ja, alles gut. Das war ja jetzt auch quasi nur so ein kleiner Teaser. Das wird definitiv nochmal zustande kommen. Aber ich finde das ist ein sehr interessanter Punkt. Also natürlich gibt es in Deutschland Unternehmen, die grundsätzlich ihre Interessen vertreten haben wollen und auch Einfluss auf die Politik haben. Das denke ich halt schon, klar. Das macht ja auch Sinn. Die Frage ist, da werden ja dann sozusagen Interessen abgewogen, ne? Und Deutschland ist ja, was jetzt zum Beispiel die Rohstoffabhängigkeit von Russland betrifft, zumindest so wie es vor den Sanktionen war, schon innerhalb von Europa ein, ja, Sonderfall, sage ich mal, oder ein Extremfall, wo die Abhängigkeit besonders hoch war. Und ich denke, dass da einfach Blockpolitik auch eine große Rolle gespielt hat. Sodass man sagt, okay, alle stellen sich jetzt gegen Russland, der gesamte Westen, ja, unsere Nachbarn machen das, die USA machen das, so, dass man vielleicht, obwohl einem klar war, dass es den eigenen Wirtschaftsinteressen entgegenstellt, sich nicht gegen den eigenen Block stellen wollte und deswegen sozusagen, ja, als strammer Soldat mitmarschiert ist, jetzt mal überspitzt gesagt. Ja, die Frage ist, wie man sich innerhalb seines Blocks verhält. Ich meine, es gibt ja Länder, die marschieren trotzdem in diesem Block noch mit. Man denke an Ungarn, die trotzdem aber ganz penibel darauf achten, dass ihre nationalen Interessen nicht angefasst werden. Also Ungarn hat jetzt auch nicht versucht, diesen Wirtschaftskrieg zu stoppen. Dann hätte es von Brüssel, glaube ich, ganz andere Schritte gegeben, als wir jetzt erlebt haben. Aber trotzdem hat Ungarn darauf geachtet, dass bestimmte Sanktionen eben nicht erlassen werden, dass bestimmte Rohstoffströme eben nicht unterbrochen werden, weil die ungarische Wirtschaft darunter leiden würde. Ja, weil Orban halt kein Kack ist. Das muss man jetzt an der Stelle einfach mal beim Namen nennen. Also wir hatten Angela Merkel, die hätte das vielleicht sogar noch ein bisschen mehr gemacht als die Ampel. Aber die Ampel, da ist doch niemand da, der überhaupt diesen Anstand hat und diesen Mut hätte, sich kritisch dem eigenen Block gegenüber zu verhalten. Also kann ich mir schwer vorstellen. Ich kann mir schwer vorstellen, also dass das Maximum bei einem Olaf Scholz, und das haben wir ja gesehen, ist so ein bisschen den Zögerer machen. Aber ich kann mir es nicht ausmalen, wie ein Scholz sich hinstellt und ich sag mal, Ansagen gegenüber der EU macht, Ansagen gegenüber den USA macht oder sowas, ja. Ich sage mal, auf die Art und Weise oder in die Richtung gehen, wie Orbán es tut. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, ich weiß auch nicht, ob man das nur mit diesen Individuen erklären kann. Ich glaube schon, dass ein Schröder oder eine Merkel sich da anders verhalten hätten. Das vor allem Schröder. Also der, Klar. ja, aber da steht ja ein ganzer Parteiapparat dahinter. Das hat sich über die Jahre auch verändert und da kann man bestimmt sehr viel mit diesen ganzen transatlantischen Thinktanks erklären, durch die da alle Politiker erstmal durch Was mussten, die da aufsteigen wollen. uns wieder zu dem Thema zurückführt, was wir besprochen hatten, bevor Thomas reingekommen ist, nämlich meiner These, dass sozusagen die politische Linke beziehungsweise die Neulinke, ja, was man heutzutage als Vogue bezeichnet, ich würde sagen, vermehrt über die letzten 10 Jahre extrem auch transatlantisch gedreht wurde. Also, wenn du dir die Situation anguckst vor 10 Jahren, da waren die Leute, die über LGBT-Themen primär gesprochen haben, die über Rassismus gesprochen haben, die diese ganzen identitätspolitischen Themen in den Vordergrund gestellt haben. Das ging ja schon, also spätestens in den frühen 10er-Jahren war das ja schon durchaus präsent. Und da hatte ich das Gefühl,
dass diese Leute nicht so transatlantisch waren. Also da wurde oft noch argumentiert mit westlichen Kolonialverbrechen und so weiter und so fort. Da wurde argumentiert mit, wir sollen Flüchtlinge aufnehmen, weil wir die Kriege dort geführt haben, Schrägstrich die USA die Kriege dort geführt haben. So. Das sind Argumente, die hört man jetzt nur noch, ich sage mal, aus dem altlinken Schrägstrich Wagenknechtlager. So, vermehrt zumindest, ja. Und das sind aber Argumente und Thesen, die man meiner Meinung nach auch in diesem, ich sag mal in Anführungszeichen, Wokenlager früher sehr viel gehört hat. Und jetzt ist es ja so, es gibt immer noch Leute, die so, ich sag mal, radikal woke sind und trotzdem nicht auf Transatlantiker-Trip, aber die sind meiner Einschätzung nach extrem selten geworden. Und die allermeisten sind Stück für Stück transatlantisch. Und das erklärt vielleicht eben auch diese Entwicklung in den Medien, warum ein Georg Restle 2014 noch die Ukraine harsch kritisiert hat und jetzt komplett auf der transatlantischen Linie surft. Wie hat man es geschafft, so ein ganzes Milieu auf transatlantische Linie zu bringen? Also kommt das aus den Bildungseinrichtungen? Kommt das nur aus den Medien? Also, dass man da so Es ein, ist ja? Eine exzellente Frage, aber ich würde sagen, dass es schon auch damit einhergeht, dass diese Positionen viel mainstreamiger geworden sind. Also über diese 10 Jahre sind, sagen wir mal, die Wokies einerseits transatlantischer geworden, aber andererseits ja auch viel, viel präsenter und stärker im Mainstream geworden. So, und vielleicht ist es die Mainstreamisierung, die das auch mit vorangebracht hat, weil vorher war ja, der Mainstream war ja eigentlich schon immer mehr oder weniger primär transatlantisch. So, vorher hatte man halt einen Mainstream, der etwas konservativer, etwas, ich sage mal, aus heutiger Sicht, der etwas mittiger war, wenn man so will. Eigentlich definiert der Mainstream ja die Mitte, aber ich glaube, du und die Zuschauer verstehen, was ich meine. Wahrscheinlich ist es diese Fusion auch ein Stück weit. Und ja, natürlich, also die transatlantischen Thinktanks werden da sicherlich eine ganz, ganz große Rolle gespielt haben, mit Sicherheit. Ja, können wir in dem Gespräch jetzt bestimmt auch nicht komplett klären. Was für Videos hattest du denn, auf die wir eventuell noch reagieren wollten? Ich wollte reagieren auf, es ist tatsächlich gestern ist ein neuer Kanal von uns an den Start gegangen, also uns im Sinne von Eiserner Vorhang. Eiserner Vorhang bin ja nicht nur ich alleine, sondern ist sozusagen mein Team. Und die Mia hat jetzt einen eigenen Kanal, das sozusagen unter Eiserner Vorhang, aber eigener YouTube-Kanal und eine eigene Sendung, die jetzt wöchentlich erscheinen sollte. Und die wollte ich sozusagen nochmal boosten, indem ich auf sie reacte. Das können wir gerne zusammen machen, wenn du Lust drauf hast. Jo, gerne, gerne. Dann muss ich mal gucken, wie ich das Setup-mäßig hinkriege, weil man soll uns ja auch idealerweise beide sehen. Warte mal. So, Da, da das. muss ich jetzt mal, da muss ich jetzt mal kurz basteln. Du kannst gerne irgendwas erzählen, um die Leute kurz zu unterhalten, während ich mir überlege, wie das funktionieren könnte. Gut, dann bedanke ich mich gerade als erstes mal bei meinem Abonnenten hier. Dankeschön, Seppi, dass du 3 Abonnements verschenkt hast. Und ja, hat die Mia dich nicht bei Antispiegel TV vertreten? Genau, das ist genau die Mia, ja. Ja, die erzählen uns, was aus deiner Kindheit schreibt gerade einer. Bestimmt nicht. Ich trenne Privates und Twitch-Stream hier. Ja, mein Chat ist auch gerade relativ ruhig. Ich glaube, die Hälfte der Leute sind irgendwie bei dir da drüben gerade. Ja, bei mir ist durchaus was los. Ich bin überrascht, ja, dass es auch so viele Leute hierher gefunden haben. Natürlich auch dem zu verdanken, dass Thomas das Ganze auch bei sich auf dem Telegram-Kanal geteilt hat, der natürlich einiges an Abonnenten vorzuweisen hat. Also dementsprechend, ne, liebe Grüße auch an alle, die über Thomas' Kanal hierher gefunden haben. Abonniert unbedingt den Twitch-Kanal und auch den vom Agitator, ganz wichtig. Ja. Du sag mal, wie übel nimmst du es mir, wenn man jetzt in der Reaction dich nicht sieht, sondern nur hört, weil ich glaube, es wird schwierig umzusetzen. Mir relativ egal. Dann blendest du Alles mich klar. quasi aus und dann. Ah, man sieht dann hier auf dem Zoom-Bildschirm auch die Reaktion, oder? Ah, stimmt, du musst ja auch das Video sehen. Ah, warte mal, über meinen Twitch-Stream kannst du es Ansonsten nicht schicke ich machen, die ne? Leute schnell alle rüber und dann schauen wir nur noch bei dir weiter. Das kann ich auch machen. Das ist absolut kein Problem. Ah, warte, ich kann dir, ich müsste dir das Bild, müsste ich dir ja eigentlich übertragen können. Ton reicht eigentlich. Also wie gesagt, über Discord geht das einfacher.
Warte mal, ich probiere mal was, ja? Wir probieren das jetzt mal so. Ich schalte jetzt mal hier auf meinen Reaction-Modus. Warte mal. So. Nee, den Kiesewetter, den könnten wir uns theoretisch auch geben. Hat der denn wieder So. losgelassen? Der hat sich zum Gefangenenaustausch geäußert. Da hat er einige sehr interessante Takes drin gehabt, das war sozusagen noch mein Bonusding fürs Ende. Oder wollen wir es? Ah, nee, wir machen erst Ätzend und dann, wenn wir da noch Zeit haben, dann können wir uns das noch angucken. Man müsste dich hören, ja, man müsste dich hören. Und kannst du das sehen, was ich jetzt hier einblende? Nein. Das kannst du nicht Ich sehe sehen. gerade nur ganz normalen Zoom-Bildschirm mit dir und mir. Das ist. Ah, okay, warte. So, wenn nicht, können wir, also wenn es gar nicht funktioniert, können wir auch schnell auf Discord umsteigen. Dann machen wir es nur bei dir und dann bin ich quasi per Discord dabei. Da kann man nämlich Bildschirm übertragen und alles. Aber ich schicke die Leute gerade eh zu dir rüber. Das heißt, Stream läuft dann eh nur bei dir Ja. weiter. Ja, wollen wir das so machen? Dann können wir das so machen. Dann wechseln Jo. wir auf Discord, dann machen wir das Zoom-Ding hier zu. Und dann, wenn du sagst,